Yo Leute, willkommen wieder zurück zu Shivering Isles hier im Kuriositätenmuseum. Ich muss nämlich gleich mal was erklären. Ich war jetzt offscreen schon an diesem einen besonderen Ort. Und zwar, was war denn das jetzt nochmal? Ich glaube, das war... das war nicht Milcha. Das war, glaube ich, hier Xavara. Da war ich jetzt doch schon offscreen drinnen und habe mir da auch schon diesen einen besonderen Gegenstand geholt, den es dort gab. Und zwar ist das nämlich der Dolch der Freundschaft. Klinge einhändig, Lebensenergie wiederherstellen, 10 Punkte bei Treffer. Ja, ein ziemlich eigenartiges Ding. Und ist halt auch für das Kuriositätenmuseum gedacht, das hat sich auch schon wieder aktualisiert hier. Ich habe einen Dolch der Freundschaft gefunden, der alle zu heilen scheint, die man damit sticht. Das könnte etwas sein, das Una Armina sich für ihr Kuriositätenmuseum wünscht. Ja, also sorry, dass ich das jetzt offscreen geholt habe, aber so spannend war es jetzt ehrlich gesagt nicht, hier in Xavara danach zu suchen. Da sind nur ein Haufen Eiferer gewesen und ein paar... ja, ein paar Wände, die sich irgendwie so öffnen, wenn man auf Schalter drückt, und dann sind da so Geheimräume, und in irgendeiner verschlossenen Truhe habe ich dann diesen Dolch gefunden. Also das ist jetzt nicht, was ich unbedingt hätte zeigen müssen, und damit es einfach ein bisschen schneller hier vorangeht, werde ich hier jetzt den Dolch einfach mal geben. Schande über euch. Willkommen im Kuriositätenmuseum. Sagt Bescheid, wenn ich euch die Ausstellungsstücke zeigen soll. Ja, ich hätte was dabei. Habt ihr eine neue Kuriosität gefunden, die ihr dem Museum vermachen möchtet? Ja, Dolch der Freundschaft anbieten. Na, kurioser geht es wohl nicht. Ein Dolch, der Heilkräfte besitzt. Wer würde denn so etwas herstellen und wofür? Ich liebe dieses Ding. So, Quest wieder aktualisiert. Und ich bekomme 300 Gold dafür. Und der Dolch wurde entfernt. Gut, kennst du noch Gerüchte? Klingt, als ob dieser Ort Xedilian vor Kuriositäten nur so strotzt. Da ist doch bestimmt etwas für mein Museum dabei. Das weiß ich jetzt nicht wirklich, also leb wohl. Auf Wiedersehen. Gut. So, ich glaube, das gibt's jetzt... Aha, gut, den Dolch hat sie da reingelegt. Also sieht eigentlich aus wie ein ganz normaler Grummet-Dolch, ist aber eben verzaubert und, ja, gehört halt hier ins Museum. Alles klar. So, und jetzt wegen diesem einen Schädel, den ich da mal gefunden habe. Den habe ich ja immer noch hier im Inventar, hier hinten irgendwo, ganz unten. Genau, da habe ich nämlich Endesis Schädel. Ein ganz besonderer Schädel, der wie gesagt mit einer freien Quest zu tun hat, die nicht in mein Tagebuch eingetragen wird. Weil es halt eben so ist. Aber man kann mit diesem Schädel trotzdem etwas machen. Und zwar muss man den jetzt nämlich zum Freitodhügel bringen. Da bin ich aber auch noch immer nicht wirklich genau gewesen. Aber ihr seht, hier auf der Karte steht das eigentlich sogar, der Hill of Suicides. Das ist ungefähr hier so. In dem Bereich, glaube ich, ist dann auch die Markierung dafür auf der Karte. Also werde ich da jetzt einfach mal zum gefluteten Lager hinreisen und dann nach Westen gehen. Dann müsste ich das eigentlich auch schon finden. Also los! So, geflutetes Lager. Und da vorne haben wir schon wieder einen Skalon. So, komm her, du Mistvieh. Zah. Und tot. Oh, das ist aber schnell gegangen. Tja, warum? Weil ich den erhabenen Morgenzahn wieder habe. So, der ist halt einfach geil. So, was ist hier noch drin? Aha, gar nichts. Gar nichts. Sehr schlau. So von hier aus jetzt einfach in die Richtung. Ja, einfach so Richtung Westen oder sagen wir Südwesten, West-Südwest irgendwie so. Dann werde ich da schon ankommen. Am besten einfach hier der Straße mal folgen. Aber warum tue ich mir denn schon wieder weh? Bin ich nur ganz bisschen gesprungen und dann tut der Held sich schon weh. So. Achso, das bist ja wieder du. Ich dachte schon, das ist ein Feind, aber das ist wieder ihr. Ihr habt tatsächlich im Himmel über der Kaiserstadt gegen diesen Umaril gekämpft? Das hätte ich gern gesehen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Kennst du Gerüchte? Haltet Abstand, wenn ihr eine sterbende Klapperscheuche seht. Gut, das hat man mir schon ein paar Mal gesagt. Leb wohl. Bis später. Ist eigentlich schade, dass man von dem Typen keine Quest bekommt, dass der einfach wirklich nur so random durch die Gegend läuft. Ich glaube, der Typ könnte sogar sterben, wenn der von irgendeinem Monster angegriffen wird. Dann ist er halt tot und dann war's das für ihn. Aber naja, ist jetzt auch egal.
Und was ist denn jetzt schon wieder? Ach, seht ihr, der stützt sich sogar gleich in den Kampf, weil der hat's... So, wen haben wir denn hier? Der hat selber den Skalon bemerkt, jetzt ist er aber schon tot. Sterbt schon, verdammt! Achso, das ist noch so ein Vieh. Ein gieriger Hunger. So, na, wer hat jetzt wen gegessen? Eigentlich habe ich dich nicht gegessen, aber ich reiß dir trotzdem deine blöde Hungerzunge raus, so. Und von dir nehme ich mir nochmal eine Skalonflosse. So. Also ihr seht, er kann sich aber wenigstens mit seinem Silberkriegshammer verteidigen und oh Gott, ich habe schon wieder den Abenteuer bekommen. Wer hätte das gedacht? Ich hab's natürlich gedacht. So, hier über den Steg. Dann müsste ich ja eigentlich eh schon bald da sein. Aber diesen Hügel, den erkennt man ja. Das ist doch eh gleich hier vorne irgendwo und... Oh, ein Bodywalk. Ein Bodywalk im Wasser. So. Und der hat schon wieder keine Beute. Warum denn nicht? Normalerweise bekommt man von dem auch hin und wieder ein Barley-Bock-Bein. Da ist ja noch einer. So. Aha, der hat wieder eine makellose Perle dabei. Eigenartig. Höchst eigenartig. So, jetzt muss ich aber, glaube ich, ein bisschen nordwestlich wieder gehen. Jetzt muss ich hier so rauf. In die Richtung. Ich sehe leider das Symbol immer noch nicht auf meinem Kompass. Das kann jetzt nicht mehr so weit weg sein. So hier ist so ein... Keine Ahnung. Oh mein Gott, ein Knorz. Ein Knorz-Ältester. Was willst du von mir? Geh weg. Hoffentlich hat er ein bisschen Bernstein dabei. Das wäre cool. So. Er hat sogar Bernstein dabei. Dankeschön. Ne? Glück gehabt. Das müssen die ja, wie gesagt, nicht immer dabei haben. Aber in dem Fall... Ah, jetzt kann ich es schon sehen. Seht ihr, er ist ganz schwach auf dem Kompass. Kann man sehen in der Richtung des Westens. Da vorne ist... Der Freitodhügel. Auf Englisch eben Hill of Suicides. Ja, da oben ist er auch schon. Da können wir auch schon die Geister sehen. Da ist auch ein Geist. Das ist Gardeniere Ralvel. Aber ihr könnt mit dieser ruhelosen Seele nicht sprechen. Das kann man mit keinem von diesen Geistern eigentlich. Nicht mal, wenn man jetzt wirklich einen Schädel dabei hat. So. Ihr habt entdeckt Freitodhügel. Endlich. So, der ist jetzt genau hier. So ziemlich weit links eigentlich schon. Nicht genau in der Mitte. Und ich habe jetzt, wie gesagt, nur einen Schädel bisher dabei, und zwar den Schädel von MDs. Ich glaube, das war sogar ein Khajiit. Das ist der Typ da. Genau, das ist MDs. So, bleibt doch mal stehen, jetzt passt auf. So, MDs ist Schädel entfernt und ich wurde gerade verzaubert. Ihr seht, eine ganz schön lange Zeit, die da gerade rechts oben läuft. Und zwar habe ich jetzt hier unter den aktiven Effekten Ausdauer festigen, ja? Zaubergeistersegen. Also meine Ausdauer wurde um 100 Punkte gefestigt und das für ganze 20 Minuten lang. Und das bekommt man aber von jedem dieser Geister, wenn man ihre persönlichen Schädel findet, die auf den Schimmeln Eis versteckt sind und sie dann anspricht. Ist zwar irgendwie schade, dass die selber nicht wirklich was sagen. Eigentlich sagen sie ja gar nichts und man kriegt eben auch keinen Eintrag in sein Tagebuch, aber man bekommt halt einen sehr praktischen Geistersegen, der die Ausdauer festigt. Und das für ganze 20 Minuten, das ist schon ziemlich lang. Und es wäre auch schlau, wenn man dann alle Schädel hat, dass man die nicht alle auf einmal zurückgibt, weil man kann ja diesen, diesen Effekt hier, diesen Geistersegen immer wieder bekommen. Pro Schädel halt einmal, aber wenn man jetzt alle auf einmal zurückgibt, ne, versteht, dann... hat man ja nicht mehr was davon, aber okay. Hätte ich das jetzt auch mal kurz gezeigt, die anderen Schädel habe ich ja wie gesagt noch nicht gefunden. Und jetzt zeige ich euch mal endlich hier den Friedhof von Neuscheod, weil da sind ein paar interessante Grabsteine zu sehen. So, passt doch super, dass es gerade Nacht ist. So, jetzt machen wir trotzdem ein bisschen Licht, dann ist das Ganze noch etwas gespenstischer. So, Friedhof von Neuscheod, und ihr seht, hier sind zahlreiche Grabsteine und jeden davon können wir uns näher angucken und die Inschrift lesen. Da stehen teilweise total verrückte Texte drauf. So, hier zum Beispiel, das ist Massaras Grabstein, an den könnt ihr euch doch hoffentlich noch erinnern. Das war der eine Khajiit, der uns da geholfen hat, Marine zu entlarven. Massara fand, was er nie gesucht hatte, das scharfe Ende einer Klinge. Ja, das ist wohl wahr, und direkt neben ihm ist Marines Grabstein. Murin ruht mit der Gewissheit, dass ihr Tod Anlass zu viel Klatsch und Tratsch gab. Das kann ich mir vorstellen. So, und hier drüben, gut, vollige Gigantea. Hier drüben haben wir Glubschauges Grabstein, weil die musste ich ja leider auch töten, weil sie mich da gesehen hatte, als ich den Grünschopf wegen Tarnung besorgt hatte. Im Angedenken an Glubschauge mögen ihre Kinder alle gedeihen.
Was, der hatte Kinder? Wusste ich gar nicht mal. Naja, so, wen haben wir denn hier noch so liegen? Virenbrennenus-Grabstein. Okay, den kenne ich nicht, der war schon vorher tot. Virenbrennenus, arm, aber nobel. So, oder hier Lobgromurgobs Grabstein. Lobgromurgob ist tot. Wir haben ihn verspeist und seine Knochen hier begraben. Eklig. Oder hier Mähns Grabstein. Möge deine Seele ewig weiter schwimmen, Mähn halbschwarz. Das kann da nur ein Agonia gewesen sein. So, wen haben wir hier außen? Ah, das ist der Grabstein von Brittauer. Den mussten wir auch töten. Am Ende wurde ihm sein letzter Atem gestohlen. Das stimmt, ja. Das stimmt. So, wen haben wir hier? Aha. Ah, Hieroscrotumus Grabstein. Der wollte ja, dass wir ihn selber umbringen und wir einen Unfall ausschauen lassen. Hieroscrotumus hatte stets das Gefühl, nirgends hineinzupassen. In seinen Sarg passte er jetzt ganz gut. Oh, wie fies. In seinen Sarg passte er jetzt ganz gut. So, wen haben wir hier noch? Renastas Grabstein. Okay, kenne ich nicht. Renaste liegt hier mit Ruhm und Ehre bedeckt. Und Blaisettes Grabstein. Hier ruht Blaisette. Schnell wie der Wind, dumm wie Bohnenstroh. Ja, genial. So, und das ist Wilwald Telerams Grabstein. Wilwald Teleram wurde in dieses Loch geworfen. Boah, einfach voll kaltherzig, so wurde in das Loch geworfen. Und Endaris Grabstein. Hier ruht Endari. Eines Tages wird sie sich erheben und Rache nehmen. Hoffentlich nicht an mir. Und das ist noch Helenes Grabstein. Die taube Helene, sie wollte nicht zum Tod hören. Aber ich glaube kaum, dass sie das irgendwie auch konnte, wenn sie taub war. Okay, ich glaube, mehr Grabsteine gibt es hier auch gar nicht. Ich weiß aber nicht, ob noch welche dazu kämen, weil wie gesagt, diese Grabsteine hier, die kommen ja, soweit ich weiß, erst, wenn die auch wirklich tot sind. Also hier Masada, Mulin und Britta und so. Und Klubschauke, die Grabsteine werden, glaube ich, erst dann hier aufgestellt, wenn die wirklich tot sind im Spiel. Aber okay. So, und jetzt würde ich eigentlich endlich mal gerne wieder mit der Hauptstory weitermachen. Zumindest mit einem Teil davon. Und deswegen werde ich jetzt hier wieder die Neuerschaffung des Torwächters aktiv schalten. Weil Cheogoraz gab mir den Auftrag, den Torhüter neu zu bauen. Er wies mich an, die mächtige Zauberin Relmina Verenim in Xarsem aufzusuchen, um sie um Hilfe zu bitten. Und das werde ich jetzt auch machen. Xarsem ist gleich hier. Da bin ich eigentlich am schnellsten, wenn ich zum kargen Lager reise und dann einfach da hingehe. Also auf geht's! So, karges Lager. Und jemand will mir ans Leder. Zu den Waffen. So, was wollt ihr denn hier? Euer Fleischadronake, die können kacken gehen. So, braucht ihr nicht ständig neu beschweren. So, bleib hier. Gebt auf, Brezoner. Nicht. Gib du doch auf. So, tot. Und du auch. Komm her. Bleibst du stehen. Und tot. So. Die einfach immer von mir weglaufen, weil diese Feiglinge. Aufgestiegener Eifer, aber was für ein Spacken. Vollidiot. Konnte doch eh nichts machen. Oh, ein bisschen Reis, so. Gut, hier war ich ja eh schon einmal. Und hier ist auch nichts mehr drin, weil ich mir das eben schon geholt habe. So. Boah, jetzt hätte ich aber trotzdem gerne mal wieder Tag, dass ich ein bisschen besser sehen kann. Schauen wir mal, warten wir mal 8 Stunden. Na, schon etwas besser. Jetzt habe ich ja wieder den Morgenzahn. So, wo ist jetzt nochmal genau? In welcher Richtung? Okay, komplett falsch rum. In Richtung Nordosten. Dort ist irgendwo Xarsem. Ah, okay. Ich kann es eh schon sehen auf dem Kompass. So, mein Gott, das da vorne ist eine Elytra. Eine Elytra. Zack. Und tot. Ich hatte schon wieder voll die Zuckungen. So. Ah, wow, die hatte mal einen großen Seelenschneider bei, wo hat die denn gefunden? Sehr merkwürdig, ich wusste gar nicht, dass die das da teilweise manchmal dabei haben können, so. Aber irgendwie, eigenartigerweise ist jetzt der Zauber von der Ausdauerfestung jetzt schon verpufft, es sind doch noch gar keine 20 Minuten vorbei. Den Effekten, Festigen, Ausdauer, nö, irgendwie ist das jetzt schon weg, vielleicht eben weil ich schnell gereist bin oder weil ich gewartet habe. Ja sicher, weil ich im Spiel gewartet habe. Natürlich, ich Idiot. Naja, ist jetzt auch wurscht. Sollte ich normalerweise eher dann besser nicht tun. So, hier unten, das ist eben Xarsem. Was ist denn jetzt schon wieder? Wer will denn jetzt schon wieder von was von mir?
Lasst mich doch mal in Ruhe, ihr Scheißviecher. So, ihr habt entdeckt Xazel. Da. Ein großer gehäuteter Hund. Und eine Klapperscheuche, eine verstörte. Ah, jetzt stirbt doch mal. So. Haltet gefälligst alle mal die Schnauze. Besonders du, du größerer gehäuteter Hund. Gib mir deinen Hundszahn. Und du... Du gibst mir einen Knochensplitter. So. Frechheit. Umgebungskarte bitte, danke. Wenn wir noch ganz schnell alles wieder reparieren und verbessern. So. Dann vielleicht noch einen Heiltrank trinken. 1, 2, 3. So, passt. So, wo ist denn jetzt hier der Eingang? Hier ist er mal nicht. Ach so, hier oben. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir endlich mal wieder weiter mit der Hauptstory. Auf nach Xazel. Ich glaube, Xazel war sogar ziemlich groß. Also bis wir diese Relmina hier wieder finden, wird es ein Weilchen dauern. Das wird sich in dem Part jetzt eh nicht mehr ausgehen. Aber ich habe es jetzt auch nicht eilig. So, Tür auf. Mal schauen, welche Gegner mich hier eigentlich angreifen. Oh, okay, Klapperscheuchen unter anderem. So, Schnauze. Du auch. Ja, der hat ja gar keinen Kopf mehr. Habt ihr das gesehen? Voll dumm. Der hat gar keinen Kopf gehabt. Das war also eine kopflose Klapperscheuche. Jetzt habe ich Knochenmark bekommen, kein Knochensplitter. So, was gibst du mir? Auch wieder Knochenmark. Hallo? Relmina? Bist du hier irgendwo? Alter, immer diese blöden Statuen und schon wieder eine verstörte Klapperscheuche. Jetzt verpiss dich doch mal. Hast du regt keine Chance gegen meinen Morgenzahn hier mit dem Feuerzauber. So, jetzt krieg ich auf einmal einen Knochensplitter. Also das ist auch immer zufallsbedingt, ob man jetzt von denen Knochensplitter oder Knochenmark bekommt. So, Moment, hier haben wir eine Truhe mit einem schweren Schloss. Vergiss es. Simsalabim und offen. Aha, ein Ohrkelm mit 67 Gold, wie toll. Nicht unbedingt. So, ich gehe mal hier weiter. Noch eine Klapperscheuche. Überall. Wie könnt ihr überhaupt was sehen? Die haben doch gar keine Augen. Das ist doch voll unlogisch. Aber das ist ein Videospiel, also frage nicht nach Logik, sage ich immer. So. Knochenmark. So, nicht, dass ich irgendwelche Truhen übersehe, aber ich denke mal eher nicht. So, und oh, wen haben wir denn hier? Nach langer Zeit mal wieder ein Skelettmeister. Der aber kein wirklicher Meister ist, sondern eine totale Flasche. So, Klemmer des Dynamos? Klingt wie ein verzaubertes Blitzschwert. Genau, Blitzschaden 15 Punkte bei Treffer. Naja, kann ich ja mitnehmen, aber ich glaube, das ist was ich schon ein paar Mal im Hauptspiel gefunden habe. Die meisten magischen Waffen, die wiederholen sich ja immer wieder. Und aha... denn hier lang? Aber ich schaue jetzt mal, wo geht's hier noch hin? Aha, zu einem gehäuteten Hund, der jetzt schon tot ist. Wow. Eine Urne mit Ebenerzhandschuhen und 78 Goldmünzen. So, und oh mein Gott, wo kommt der genähte Flasher danach hier? Wie die aussehen. So, eine Essenz der Leere. Ah, und hier Wahnsinnserzlager mit einmal Wahnsinnserz. Und hier haben wir noch eine Urne. Alles mitnehmen. So, starker Machttrank. Immer schön alles mitnehmen, bloß nichts liegen lassen. Was ist das denn hier? Ein riesiger Tisch? Ah, noch so ein Hund. Warum habt ihr alle kein Fell mehr? Das ist ja furchtbar. Als Hundebesitzer, da bin ich ein bisschen sehr empfindlich, was das betrifft. Ich meine, das sieht einfach nur schrecklich aus. So, Tür auf. Okay, hier ging es dann auch weiter, aber ist hier sonst noch was außer diesen dämlichen Statuen? Nö, ist einfach nur der Tisch mit einem Greifzirkel und zerknitterten... Wow, na klar, zerknitterten papiertoten Fleisch, das wurde jetzt alles von diesen dämlichen Statuen weggeballert und... Alter!
Was haben die hier gemacht und was ist das denn? Druckschalter? Druckschalter? Keine Ahnung, was das jetzt getan hat. So ein starker Hexereitrank. Habe ich jetzt die Statuen ausgeschalten? Ah, ich glaube, ja. Ich glaube, ich habe die Statuen deaktiviert. Nein, doch nicht. Okay, gut. Keine Ahnung, was das dann gemacht hat. Pfeift drauf, wir gehen hier mal weiter. Möchte noch jemand aufs Maul? Natürlich du. So, Schnauze, was ein böser Hund. Aha, und hier geht es in die Experimentierkammern. Da muss ich auch hin, aber warum? Ich bin noch mal ganz kurz zurück. Warum war da so ein Loch in der Wand? Wo geht's da bitte hin? Da muss es ja auch irgendwo noch hingehen. Also das will ich mir noch ganz kurz anschauen. Mann, es greift mich doch nicht immer an, ihr blöden Drecksstatuen. Ich habe denen doch gar nichts getan. Die liegen jetzt voll übereinander, so ganz komisch. So, wo waren das jetzt nochmal? Hier. Wo bitte geht's hier hin? Ich will es jetzt wissen. Aha. Aha, aha. Ah, Zombie! Fehlgeschlagenes Experiment. Na dann kannst du auch fehlgeschlagen bleiben. So, tot und gehäuteter Hund und tot. Was ist das denn bitte? Fehlgeschlagenes Experiment? Totes Fleisch. Igittigit, was ist hier bitte los? Hier auch wieder fehlgeschlagenes Experiment. Aber was hat die hier gemacht? Diese Realmine, die ist ja total krank. Die mochte ich schon von Anfang an nicht. Und die war auch nicht gerade sehr freundlich zu mir. So, Dornenhaken. Sehr komisch. Und den kriege ich auch gar nichts. Voll fies. Ah, was haben wir hier? Ein schwacher Bannungstrank. Und etwas Weltgemond. Oder auch nicht. So, hier ist ein Skelettmeister-Trottel mit Bogen und Schnauze. Aha, gut, das war jetzt so eine Art Umweg. Achso, jetzt bin ich hier einfach wieder rausgekommen. Okay, seht ihr, jetzt bin ich hier hinten so einmal den Gang so lang und naja, okay. Na gut, Leute, dann würde ich jetzt aber gerne mal den Part beenden. Ich gehe nochmal ganz schnell dahin, wo es jetzt in diese Experimentierkammern geht. Und dann werden wir da drin hoffentlich Relmina finden. Mal sehen, was sie überhaupt dazu sagen wird, dass wir jetzt einen neuen Torwächter machen sollen. Mir war ja der erste Torwächter mehr oder weniger ihr Kind. Also zumindest hat sie ihn ja erschaffen. Und deswegen weiß ich nicht, ob sie so happy drüber sein wird, dass wir jetzt hier antanzen und sagen, ja, machen sie mal rasch einen neuen, weil Shiogorath hat das so gesagt. Aber wenn es für Shiogorath ist, glaube ich, dann wird sie eh nicht nein sagen können, weil die scheint ja irgendwie in den verliebt zu sein oder was weiß ich. So, meine Federzauber nochmal erneuern. Alles klar, na dann, bis zum nächsten Mal in Xazel, meine lieben Freunde. Macht's gut und tschüssi!